herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das richtige Akklimatisieren von Fischen und hier als Beispiel einmal einen Kampffisch. Den habe ich circa eine Stunde mit Tüte im neuen Wasser liegen lassen und jetzt versuche ich gerade verzweifelt die Tüte aufzumachen. Ich wollte ihn nämlich nicht kaputt machen, da ich die nämlich immer brauche. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, nachdem die Temperaturen sich angeglichen haben, habe ich dann nach und nach Wasser reingefüllt, um ihn auch an mein Leitungswasser zu gewöhnen. Da er aus Bremen kommt, war das jetzt nicht erforderlich, eigentlich ihn so leicht dran zu gewöhnen. Aber ich wollte das gerne mal für euch festhalten. Und von Start bis zum endgültigen Entlassen sind auch gute 2-3 Stunden vergangen. Also das ist die beste Variante, um einen Fisch sehr sanft an das eigene Wasser zu gewöhnen. Ich gebe zu, mit dieser Tüte hat man seine Probleme, das Ganze sanft zu lösen. Manche nehmen auch einen Becher. Das war bei mir jetzt leider nicht möglich, weil das Becken ja im Kallax-Regal steht und da ist nur ganz wenig Platz oben. Deswegen war ich gewillt, diese Tüte zu benutzen. Und ihr seht, das Tier hinter dem Blatt versteckt sich nicht sofort, sondern ist ganz aufmerksam und guckt sich gerade seine Umgebung an. Und gleich gebe ich auch noch ein paar Live-Kommentare ab. Und ja, das war die kurze Variante, einen Fisch an Wasser zu akklimatisieren. Und ich würde euch empfehlen, das mit jedem Tier oder mit jedem Fisch so ähnlich zu gestalten. Dann habt ihr den wenigsten Stress. Seht, das Tier hat immer noch volle Farbe. Also habt ihr jetzt von privat und ich bin total zufrieden. Ich konnte nicht vorbeigehen. Und die Schnute. Ja. Also super schönes Tier, wie ich finde. Da oben denke ich mal, das wächst noch nach. Und sonst ja. Der Fisch ist übrigens schon seit ein paar Wochen bei mir und ihr Nachwuchs konntet ihr auch schon die ganze Zeit bestaunen. Das ist also der Papa von dem Crowntail-Wurf und ich hoffe, dass viele Nachkommen ihm ähnlich sehen und die positiven Eigenschaften mitbekommen haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!